geschafft. Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Ja. Kann man Kameras zerschießen? Okay, aber die lösen dann Alarm aus. Bring mir den Blaster, bring mir den Blaster! Bravo, Junge! Worauf wartet ihr? Legt sie um! Sie versucht zu So, was ist von hinten? Keiner kommt hier. Ja, komm schön runter. Ach, das ist der Blaster, den ich hatte. Der ist fast leer. Granate ist nicht gut, ne? Granate ist immer so gar nicht gut. Okay, der ist alle, der Blaster. Hinter mir kommt keiner. Geh mal weg hier. Oh, der hat mich eingeklemmt hier, der. Irgendwie wieder in den gelben Status zu kommen, ja, ist gar nicht so einfach. Sieht er mich? Ne, der sucht mich. Okay, die sehen mich gerade nicht wirklich. Das ist gut. Da läuft sie irgendwie. Ist jemand in der Nähe? Nein. Okay. Das müssen wir überprüfen. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Komm. Fähigkeit freigeschaltet, ja? Beschwatzen, sehr schön. Kann man nachgucken. So. Ermöglicht Kai, schnell auf alarmierte Gegner zu reagieren und deren Reaktion zu verlangsamen. Drücke bei der entsprechenden Aufforderung E, um ihn kurz abzulenken. Okay. Freischalten? Muss ich erst freischalten, oder was? Ah, muss ich freischalten. Okay. Okay. Und jetzt kann man da irgendwie... Klappermaul. Besiege Gegner, die unter dem Einfluss von Beschwatzen stehen. Ach Gott, mit dem Betäubungsschuss. Na, das ist ja eine interessante Geschichte. Fortschritt verfolgen. Also ich muss die beschwatzen und dann mit dem Betäubungsschuss. Okay. Sind wir mal gespannt. Ich überlege, ob ich das gleich mal probiere. Bewegung nix! Die haben es auf uns abgesetzt! Oh ne, das ist nicht gut. Oh, jetzt bin ich in der Sackgasse. Und Granate! Hoch. Schnell. Schneller. Achso, ich glaube, ich sollte nicht schon im aktiven Kampf sein, um das ausprobieren zu wollen. Ne? Die lassen nicht locker. Schnapp sie die nix. Du packst das. Tut so nix. Der ist irgendwie in Deckung hinter einem Schild. Und der schmeißt schon wieder eine Granate. Ich gucke, wo ich den Alarm finde hier.
Das Auffassen von hinter. Die von hinter mir jetzt. Doch, da kommt er nämlich schon. Na, ist nicht gut. Ich habe mich in eine doofe Situation gebracht. Ah! Renn mal, ich muss rennen, ich muss rennen, aufsammeln. Die schießen durch die Hände durch. Holen wir mal die Granate da. Ah, mit Granaten bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Versperrt die Ausgänge! Wir sind festgenagelt! Da ist ein Blaster, da ist ein Blaster. Hol mir den Blaster. Hol mir den Blaster. Nee, das ist ein Schild. Ach, nee. Da ist der Blaster. Hol mir den Blaster. Hol mir den Blaster, hol mir den Blaster, hol mir den Blaster. Hier ist auch ein Blaster. Oh, weg, 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 weg. Ich glaube, ich muss irgendwie den Alarm wegbekommen. Kommt irgendwo einer. Ach, ich komme nicht an die Heilung ran. Da kommt er nicht ran. Doch, hol mir das. Das ist Heilung. Und da schmeißt schon wieder irgendjemand Granaten. Ist das der Alarm? Irgendwie den Alarm wegbekommen, glaube ich. Hoch mit euch! Da, Alarm. Schnell den Alarm! Mann! Da ist sie! Klasse, nix! So, jetzt holen wir die Heilung. Wir sind festgenagelt. Hol den Blaster. Boah, der macht schon mal den Alarm an. Schalt den Alarm aus. Kannst du das nicht jetzt gleich irgendwie kaputt machen? Sabotier das mal, genau. So, der Alarm ist erstmal aus. Okay, der ist kaputt. Das ist hier richtig. Das artet in Stress aus, liebe Leute. Da ist sie. Niemand legt sich. So, wie sind wir los? Okay, jetzt ist mal wieder alles gelb. Kurz die Situation. Noch mal ein bisschen. Ne? Also Kameras. Zerschießen ist nicht gut. Das löst Alarm aus. So, da liegt noch mal ein Blaster, da liegt eine Granate. Spurlos verschwunden. Ich werde bereit sein.
Weiß gerade nicht, auf welche Taste ich die Granate gelegt habe. Okay, ich habe die Taste gefunden. Kann ich das abbrechen? Granate werfen? Okay. Hier ist sie! Sie ist tot! Oh, wir haben noch was anderes gefunden. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Nein, kommt dann. Ich hab ihn gefunden. Er ist tot. Ach so, sucht mit Waffen. Wachen. Eine kleine Show in Lager. Haben wir Wachen. Kommt einfach nicht. Doch, jetzt kommt er. Er, sie, es. Sie, ist glaube ich nicht sie. Sehr gut. Blaster wieder aufheben. Ja, das macht trotzdem Spaß irgendwie. Ja? Irgendwie ist das cool gemacht von der Mechanik her alles. So, ich bräuchte nochmal irgendwo Heilung. Hier, der hat nochmal Heilung fallen lassen. So, ich heile mich mal einmal, dann suchen wir noch schnell eine Heilung. Ich glaube, wir haben jetzt hier alle erstmal weggenüppelt. Falsche Taste. Er ist blöd. Zum Türen öffnen? Muss ich den Blaster ablegen, ne? Okay. So. Das macht mich fertig. Irgendwo rennen noch welche. Was ist denn das da? Schalt den Alarm. Ja, sabotier den gleich erstmal. Sehr gut. So, hier hinten waren wir schon. Da vorne steht noch mal eine. Jetzt müsste auf jeden Fall das Feld ja auch weg sein, ja? Das. Hier ist eine Kamera. Da ist jemand. Showtime, Kumpel. Schon nicht sein. Zeit, sie abzulenken, Nix. Komm, lenk ab. Ach so, sie ist nicht gegangen, weil sie mich gesehen hatte. Kann ich rennen? Und jawohl, eine Heilung. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles hier. So. Okay, ich renne jetzt noch einmal hier durch, mach aber kurz einen Cut, ja, renne auch einmal durch, ob ich irgendwas übersehen habe, und dann gehen wir hier weiter. So, ja, ich hatte noch mal irgendwo eine Halskette gefunden und habe jetzt noch mal einen Blaster mitgenommen und jetzt, Achso, den schmeißt er gleich wieder weg, den Blaster, oder? Jetzt machen wir weiter. Das finde ich wirklich immer noch geil. Hey, schleich mal darüber und hol das. Credits. Also es gibt auch keinen Vorteil irgendwie durchs Schleichen, ja? Also außer, dass es dann einfacher wird, aber es gibt irgendwie keinen Erfahrungspunkt oder sowas.
Fahrstuhl. Kann man bestimmt später. Wo ist diese Konsole? Kann bestimmt später auch alles einfach mal ein bisschen upgraden, ja, das Schleichen und sowas. Greife auf Goroks Terminal zu. Keiner zu Hause. Okay. Was haben wir denn hier? Heilung. Meine Heilung ist voll. Kiste. So, Credits. Burikalring. Strahlenbeschleuniger. Terminal. Ach hier, mein Gott. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Ein Rezept? Okay. Die ist verschlüsselt. Nee, da ist noch mehr. Auf verschlüsselte Daten zu greifen. Ach, jetzt müssen wir wieder hacken. Jetzt kommt wieder dieses Spielchen hier. Ich hatte das beim letzten Mal nicht ganz verstanden, was dann passiert, wenn wir hier unten im roten Bereich ankommen. So. Na, haben wir schon mal alle ausgeschlossen. Okay, das heißt, die sind dabei, aber nicht an der Position. Dann machen wir das mal so. Zack. Zack und zack. Ah, siehste? Auf verschlüsselte Daten zugreifen. Was passiert jetzt? Sind wir fertig? Und dieser Kanal. Ja. Ist absolut sicher, Herr Schall. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tisla. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Ja, das ist nicht gut. Es gibt doch keinen anderen Ausgang, so wie es aussieht. Was ist denn das hier noch? Explosion auslösen. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Ach Gott, jetzt muss ich hier mitten in der Hektik hacken. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Ach, der grüne Neune. Nach oben oder nach unten? Nach oben, so wie es aussieht. Da müssen wir erstmal darüber springen. Keine Angst, Dex. Der nächste Auftrag wird besser. Hoch. Nee. War noch am Rand. Hier ist Ducken. Hier ist Ducken.
Das ist ein Verräter. Also der Käufer will wahrscheinlich die Daten haben, um ja, den zu erpressen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Es gibt noch mehr von denen. Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Nichts zu suchen. Sitte? Du hast hier nichts verloren. Komm, das sollten wir uns ansehen. Hey, du. Ah, okay, geht nicht. Noch jemand? Blaster. Das ist ein anderes Gewehr. Scharfschützengewehr. Oh, nimm mal das. Hier kommen wir nicht raus. Besser als nichts. Halskette. Okay, da wäre ein Schacht. Die ist zu... Armband. Okay, also Schacht. Oh. Ah, das Gewehr nimmt sie nicht mit, oder? Nein. Ah, schade. Ich glaube, wir können nur den Blaster haben als feste Waffe. Natürlich ein bisschen eigenartig, aber okay. Vorsichtig, nix. Gott. Ach, der grüne Neune. Ich schaff das. Kamera ist ein bisschen beschränkt. So. Sicherungspunkt erreicht. Silvanisches Eisen. Da, ne? Die Wand. Ach, da ist der Haken. Mal nicht ran. Jetzt. Ach, jetzt sind wir hier wieder in der Stadt. Okay. Komme aus der Basis, abgeschlossen. Kehre zu Danka zurück. Wir sind in Sicherheit, Nix. Okay. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Wakka, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Ich vertraue. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Ah, das macht Sinn. Wir gehen jetzt zurück zu diesem Gorak-Typen. Also erstmal zu Danka. Ach so, vielleicht müssen wir uns jetzt entscheiden, ne? Wird Gorak nicht erfreut sein. Die Grenzen des wilden Raums werden durch. Vielleicht können wir jetzt entscheiden, wem wir das geben. Aber die Quest sagt erstmal eindeutig Danke.